Dagmar Belakovic-Jenewein, FPÖ, ist nun am Wort. Danke, Frau Präsident. Meine Damen Bundesministerinnen auf der Bank. Ja, wie mein Vorredner bereits gesagt hat, war also diese Enquete-Kommission geprägt von einer Zusammenarbeit, wie ich sie mir öfter wünschen würde in diesem Hohen Haus. Und das hat natürlich auch seinen Niederschlag gefunden in einer Sechs-Parteien-Einigung, in dem wir 50 Forderungen aufgestellt haben, Forderungen an die Bundesregierung, aber auch an die Länder. Umso bedauerlicher, muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich es, dass also bereits am nächsten Tag, nämlich am Tag nach der gemeinsamen Pressekonferenz, nach der gemeinsamen Beschlussfassung auch, bereits von den beiden involvierten Ministerien, nämlich dem Sozialminister und der Frau Gesundheitsministerin, sofort ablehnende Haltung gekommen ist gegenüber der Finanzierung. Das finde ich besonders traurig und ich halte es auch heute für eigentlich eine Unhöflichkeit des Sozialministers, dass es dieser Diskussion hier fern bleibt. Denn ich bin schon der Meinung und der Überzeugung, man sollte das, was hier 500 Experten und Betroffene uns berichtet haben, die sich hier vorbereitet haben, die hier auf sehr, sehr hohem Niveau geredet haben, dass man das auch ernst nehmen sollte, aber vor allem auch, dass ein Minister das Parlament ernst nehmen sollte. Und gerade der Minister Hunsdorfer ist ja nicht einer, der irgendwo hergekommen ist. Er war selbst lange Jahre als Parlamentarier im Wiener Landtag tätig. Das heißt, er müsste schon wissen, dass das Parlament ernst zu nehmen ist. Das habe ich sehr befremdlich und sehr bedauerlich gefunden. Inhaltlich gibt es natürlich Punkte, die offen geblieben sind. Das hat jetzt mein Vorredner angesprochen für seine Fraktion. Es sind natürlich sechs unterschiedliche Fraktionen mit sechs unterschiedlichen Zugängen gewesen. Natürlich sind offene Punkte im Bereich Sterbehilfe in die Verfassung, ja, nein, aber auch Beihilfe zum Selbstmord. All diese Dinge wurden bewusst ausgespart. Ich glaube aber, wir haben ein ganz großartiges und tolles, einen tollen Fragenkatalog und Forderungskatalog aufgelegt. Denn ich denke, es sind 50 Forderungen und wenn wir es schaffen, die umzusetzen, dann haben wir ein ganz großes und ganz weites Stück weitergebracht. Ich glaube, gerade im Bereich der Palliativversorgung, der Hospizversorgung ist Österreich vielleicht manchmal ein bisschen unterversorgt, also wahrscheinlich sogar unterversorgt. Und ich denke, es ist ein Thema, das uns alle angeht. Jeder von uns wird eines Tages in die Situation kommen, zu sterben. Und die Frage wird eben sein, inwieweit ist es würdevoll, inwieweit ist auch die öffentliche Hand, sind die Länder und auch die beiden Ministerien auch wirklich bereit, hier Geld in die Hand zu nehmen. Wir haben auch einen Finanzierungsplan dabei. Es wären 18 Millionen in den nächsten beiden Jahren, also sprich 9 Millionen, die sich aufteilen auf zwei Ministerien, auf 9 Länder und auf die Sozialversicherungen. Ich denke schon, dass dieses Geld es uns wert sein müsste. Es gibt in dieser Republik so viele Dinge, für die Geld ausgegeben wird. Aber gerade wenn es um die Versorgung geht von sozusagen den Sterbenden, den Schwerkranken, da zu sparen, das halte ich für den ganz, ganz falschen Weg. Eine der Empfehlungen oder mehrere der Empfehlungen betreffen auch die Ausbildung einerseits des Pflegepersonals, aber auch in der Ärzteausbildung. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch, ist, dass wir also hier sensibilisieren, und zwar sensibilisieren von Anfang an der Ausbildung auch, um für den Patienten, wenn er in eine Situation kommt, dass er es braucht, dass er sozusagen auch vom betreuten Personal gleich in die richtige Richtung weitergeleitet wird. Es ist mit Sicherheit eine sehr, sehr schwere Zeit, nicht nur für den Betroffenen, auch für die Familien. Und ich glaube, jede Unterstützung ist hier wichtig, richtig und sinnvoll. Und dieses Geld wäre in jedem Fall ganz richtig und ganz sinnvoll angelegt. Daher, Frau Bundesminister, vielleicht schaffen Sie noch ein Umdenken in Ihrem Ressort. Eines, das sehe ich ein bisschen als Wermutstropfen, sozusagen auch am Ende, obwohl wir ein gutes Ergebnis zusammengebracht haben, das ist die Frage, wir haben uns jetzt beschäftigt mit der Würde am Ende des Lebens und ich bin davon überzeugt, sie wird uns noch einige Zeit hier begleiten und beschäftigen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir eine ähnliche Enquete-Kommission auch noch zusammenbrächten, vielleicht auch für die Würde am Anfang des Lebens, denn die Würde des Menschen, die Würde des Menschen ist
einfach nicht wegzudiskutieren und die beginnt eben mit dem Beginn des Lebens bis hin zum Ende des Lebens. Ich glaube, das sollte uns allen immer wieder auch bewusst sein. Hier hätten wir mit Sicherheit auch noch einen guten Bedarf oder ein gutes Thema, das wir weiter diskutieren können. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das auch in dieser breiten Form mit diesen breiten Experten auch diskutieren könnten. Vielleicht haben wir da noch eine Chance. Ich denke, das war jetzt ein guter Start, sozusagen einmal zu zeigen, dass das Parlament zusammenarbeiten kann, weit über sämtliche Parteigrenzen hinweg, einfach nur einmal wirklich sozusagen gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen. Ich denke, das sollte respektiert werden, das sollte vor allem auch von den Ministerien respektiert werden. Österreich ist in der Palliativmedizin und bei der Justiz-Hospizbetreuung unterversorgt. Dagmar Belakovic-Jenewein von der FPÖ bedauert, dass es dafür nicht mehr Geld gibt.